Ah, da ist sie ja wieder. Mal gucken, wie lange die Musik bleibt diesmal. Ist ja komisch. Verarscht die Musik mich hier einfach. Wie finde ich denn das? Egal, Sonne ist sowieso gerade wieder am Untergehen. Muss die Sonne hier immer so schnell untergehen? Nein. Ich habe ja gerade unter anderem auch über Dawn of Justice geredet, deswegen kann hier ruhig mal ein bisschen die Sonne von dannen schwinden. Kannst du mal wieder was anderes machen, als Erdhügel von A nach B schieben? Ja, vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganze Farm hier mal ein bisschen ausbaue, weißt du? Dass ich die von A nach B schiebe und so ein bisschen, weißt du? Anders machen. Ich muss jetzt aber trotzdem erstmal wieder zurück. Wir sind hier gerade eigentlich immer noch dabei, uns für unsere Reise vorzubereiten. Für die, die das mittlerweile vergessen haben. Eigentlich bereiten wir uns gerade auf eine kleine Reise vor. Aber da hätte ich gerne erstmal noch eine Spitzhacke dabei mir, die ein bisschen was aushält. Kann nur ewig dauern. Ich muss mal gucken, wie viele Bücherregale haben wir denn? Wie viele Bücherregale haben wir schon und wo sind diese Bücherregale? Ist natürlich noch wichtiger. Hier sind keine Bücherregale. Sind da Bücherregale? Nö. Sind da Bücherregale? Ja, 21. Okay, reicht schon aus. Da müssen wir uns eigentlich keinen Kopf mehr machen. Das Bücherregale haben wir genug. Wie mir scheint. Dann müssen wir uns jetzt anderen Blödsinn widmen. Merda. Du kommst da oben rein, du kommst da rein. Alle wieder froh? Nö, immer noch nicht. Dann kommen die Bücherregale da raus. Und ja, ich brauche dann so eine extra Fressenkiste, so wie es aussieht, oder? Mist. Ja, ich räume gerade ein bisschen Inventar auf, weil darum... Letzte Bücherregale dabei, ja. Brava, Luvion. Alles toll gemacht. Warum bist du nicht öfters so nützlich? Ich habe übrigens mittendrin noch eine andere Mod programmiert, die vielleicht später mal etwas nützlich werden kann. Und mit später meine ich wirklich später, weil dazu brauche ich erstmal Eier. Und bevor ich nicht die Eier habe, brauche ich hier erst gar nicht anfangen, euch die Mod schmackhaft zu machen. Denn kann sein, dass ich die nochmal programmieren muss, weil ja gerade erst Minecraft 1.9 raus ist. Wir spielen die übrigens immer noch mit 1.8. Weil natürlich die ganzen Mods immer noch nicht aus dem Arsch gekommen sind. Ist sehr schade in gewisser Weise, aber naja, was willst du machen? I see a problem. Na, mal gucken, ob es trotzdem funktioniert, auch wenn die Ränder da gerade frei sind. Mist. Der sein können. Okay, das geht nicht. Das fließt hier alles raus. Das ist natürlich unnütz. Unnütz, unnütz und ein bisschen dümm. Dazu brauche ich jetzt mal ein bisschen Erde, um hier wieder alles zu stopfen. Scheiße. Passiert. Guck nicht so vorwurfsvoll. Mach's besser. Einige haben ja schon angefangen, ne? Lego-Kram hat jetzt auch Minecraft gespielt. Beziehungsweise spielt es immer noch. Hängst du eigentlich immer noch in dem Dorf fest, oder? Ach nee, warte mal, du bist ja gestorben, ne? Hast du erzählt. Wer übrigens Bilder von seinem Minecraft-Zeug schicken will, könnte das ruhig über Twitter machen, ne? Mir ist da gerade nichts Besseres eingefallen als, ja, Twitter. Oder halt auf der Luvion-Facebook-Seite. Die halt, Dings hier, Facebook.com, Dagnira mal irgendwie, ist... Müsst ihr euch mal ein bisschen auf YouTube umsehen, da ist irgendwo die Facebook-Seite verlinkt. Es ist nicht Luvion auf Facebook, sondern eine andere Luvion-Seite. Also nicht facebook.com Luvion, sondern facebook.com Dagnirama. Wobei ich das irgendwann mal noch ein bisschen ändern muss. Das ist mir ein bisschen zu lang. Das Ganze nur, weil ich Luvion nicht gekriegt habe. Vielleicht soll ich Luvion LP als Kürzel etablieren. Komme ich nicht schon früh auf die Idee, komme ich Depp. Macht Sinn, oder?
Bluebeard LP dazu nehmen. Wie will... Na, okay. Das passiert, wenn man mal soeben die ganzen sozialen Netzwerke ausbaut und absolut keine Ahnung hat, was man da tut. Aber okay, wir lernen ja alle noch ein bisschen, ne? Man muss ja nicht alles perfekt können auf Anhieb. Na, jedenfalls 1.9 ist raus. Gut, so ein bisschen Angst habe ich ja vor dem Update. Es war schon so lange kein Minecraft-Update mehr, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sich Minecraft-Updates so angefühlt haben. Vor allem, weil es ein Kampf-Update ist und ich ja so absolut nicht gerne kämpfe in Minecraft. Kann ich mit dem Bogen hier irgendwas kaputt hauen? Oder ist was... Muss da irgendwo noch ein Stamm drin sein, oder? Sonst würden doch hier nicht so viel Blattzeugs rumliegen. Na, offenbar doch. Hä? Da! Sag ich doch. Jetzt mich doch hier verbauen, oder wie? So. Ja, wie gesagt, also, wenn ihr irgendwelche Bilder aus Minecraft schicken wollt, Twitter oder Facebook. Instagram bringt nicht so viel, weil da gucke ich so gut wie nie rein. Da poste ich nur ab und zu mal ein bisschen Foodporn. Und das auch nur dann, wenn mir wieder eine günstige Gelegenheit einfällt, irgendwas zu verarschen damit. Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich neulich auf der Raststätte kein Foto gemacht habe von dem Essen. Das war im Prinzip nur das Übliche, was man da so kriegt. Jägerschnitzel mit Champignonsauce und ein paar Pommes. Allerdings haben die das Ganze so angerichtet, als wären sie ein 4-Sterne-Hotel, was irgendwie... Es ist schon irgendwie lustig. Ein bisschen traurig, aber auch irgendwie lustig. Anders geschmeckt hat es nicht. Aber ich hatte, glaube ich, mit Raststättenessen auch noch nie ein Problem. Ich kenne Schlimmeres, ernsthaft. Also wirklich schlimmer, das ist... Oh. Wenn das Schnitzel im Prinzip nur noch aus so einem 2 mm dicken Stück Fleisch besteht... Gut, die meinen ja, wir haben halt ganz gut die Fasern rausgekloppt. Indem sie einen Panzer haben drüber fahren lassen oder so, ich weiß es nicht. Alter, ich kann doch ganz schön weit gucken. Guck mal, da hinten ist der Pappelhain. Dafür ist die Framerate relativ stabil. Na, jedenfalls, einmal hast du dann da so ein Schnitzel, was platt wie Flunder ist. Also da, wo ich es bisher am schlimmsten kenne. Ich sag jetzt mal nicht wo, damit die Leute sich nicht ärgern. Und da hast du Pommes dazu, die sind entweder so trocken, dass sie dir irgendwie, ich weiß nicht, das Wasser aus sonst wo ziehen. Oder so salzig, dass du dich permanent, naja, du verschrumpelst auf jeden Fall, wenn du diese Pommes isst. Diese Pommes sind ein Garant für Nierensteine, möchte man fast meinen. Also wenn ihr irgendwann mal durch eine Wüste lauft, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist eine Portion dieser Pommes. Weil dann seid ihr im Prinzip innerhalb von 12 Stunden tot. Vielleicht sowieso. Ich weiß gar nicht, wie lange man in so einer Wüste überlebt, wenn man absolut nichts hat. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Vor allem nicht, wenn man so ein verwöhntes europäisches Etwas ist, wie wir. Die noch nicht mal so ganz wissen, was eine Wüste ist. So, jetzt habe ich genug Erde eingesammelt. Na, jetzt kann ich ja versuchen, das Loch hier zu stoppen. Hä? Ach so. Ich dachte mir gerade, wie? Kann ich auf einmal in meine Luft laufen? Das wäre seltsam gewesen. Nein! Penner! Macht doch, was ihr wollt. Drecksteile. Ich will doch nur mal einmal ernten, damit ich hier irgendwie mal wieder was hinkriege. Jetzt verhöhnt der mich auch noch. Ich weiß, dass du mehr Abonnenten hast. Ist mir Wurst. Ich habe jetzt auch über 200. Was sagst du jetzt? Dazu habe ich noch gar nichts gesagt, oder? Yay, wir haben 200 Abonnenten irgendwie angesammelt. Wie habt ihr denn das geschafft, Leute? Ich habe keine Ahnung. An mir kann es nicht gelegen haben. Ich habe versucht rauszufinden, woran das liegt, aber nee, nichts gefunden. Ich habe ernsthaft versucht, irgendeine Ursache zu finden, woher auf einmal so viele Leute kamen. Weil ich dachte eigentlich, das dauert noch so bis April oder so, bis auf einmal 200 dann kommen. Und auf einmal sind wir schon, also aktuell sind wir bei 208 und hä? Warum? Also nicht, dass es mich stören würde, aber warum?
Ich will einfach nur ausschließen, dass mich da irgendwer verarscht. Der meint, ach, ich erstelle mal so 20 Bots. Dann tue ich so, als wäre er voll erfolgreich mit dem, was er macht. Und dann nehme ich ihm die alle wieder weg, nur damit er leidet. Ne, ich bin ja misstrauisch, was so eine Zahlen angeht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich das ereignet haben könnte. Ich habe unter anderem bei Trash Tasmani ein Gedicht geschrieben in die Kommentare. Luna Loxley habe ich ja direkt immer das Video geschickt, in dem sie erwähnt wird. Vielleicht hat sie mich irgendwo erwähnt, ich habe nichts gefunden. Ich habe da ein paar ihrer Videos durchgeguckt, nichts. Was war noch so? Ah ja, ich habe halt umgestellt den ganzen Kram auf Dings. Ne, also meine Videos sind jetzt alle in der Gaming-Kategorie. Das waren sie vorher nicht, aus irgendwelchen dämlichen Gründen. Die waren da in der Unterhaltung, also scheint was gebracht zu haben. Die Twitter-Favorisierungen werden auch irgendwie immer mehr. Es läuft langsam, muss ich sagen. Ist jetzt nicht der überkrasse Mega-Durchrun, aber irgendwie ist in Ordnung. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Na klar, so als Deutscher kannst du dich über alles beschweren. Aber muss man nicht. Muss man nicht. Ich bin trotzdem neugierig und will wissen, warum. Habe ich überlegt, mache ich irgendwas für 200 Abonnenten? Irgend so ein Special? Ist mir aufgefallen, dass mir nichts einfällt und dann dachte ich mir, Gut, 200 Abos, keine Idee. Da kam noch gleichzeitig um die Ecke 20 Jahre Pokémon. Da dachte ich mir, 200 Abos, 20 Jahre Pokémon. Starte ich doch eine zweite Retro-Let's Play-Reihe. Und deswegen läuft jetzt aktuell Pokémon. Die Frage ist nur, ob man das schon als Special für 200 Abos ansehen kann. Ich weiß es nicht. Wenn euch irgendwas Krasses einfällt, dann sagt Bescheid. Wenn ihr irgendeinen Zusammenschnitt von irgendwelchen Ausschnitten haben wollt, dann sucht die selber bitte raus. Denn ich habe dafür leider keine Zeit. Denn ich muss ja ein Pokémon-Let's Play machen. Was auch sehr lustig ist, weil ich jetzt mich wirklich darauf eingelassen habe, diesen verdammten Subert-Counter einzubauen. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt. Übermorgen oder so? Ich weiß nicht mehr. Na jedenfalls, jetzt habe ich einen Subert-Counter. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ja, ich habe hier so einen Counter und sage dann halt plus, 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 plus. Nein, 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 nein. Der Counter, der hat 4 Stellen. Und diese 4 Stellen, die sind alle manuell eingestellt. Ich habe also die Zahlen von 1 bis 0, von 0 bis 9, wenn du so willst, habe ich alle als kleine Bilder erstellt. Diese kleinen Bilder habe ich dann in 4 Reihen angeordnet und die müssen jetzt jedes Mal ersetzt werden durch eine andere Zahl, wenn so ein beklopptes Zubat auftaucht. Das heißt, vielen Dank an alle, die einen Zubat-Counter wollten. Das Ding ist noch viel anstrengender, als den Viechern dauernd aus dem Kampf zu fliehen. Das ist wirklich ätzend. Aber ich glaube, die Vorbereitung für das Ding hat länger gebraucht, als den Counter jetzt anzuwenden, hoffe ich zumindest. Werde ich ja dann sehen, was bei rumkommt. Ich glaube, aktuell ist der Counter mit 32 Zubats. Kann also noch eine Weile dauern, also bis die 1000 voll werden. Ich habe vorsichtshalber wirklich bis 1000. Ich hoffe, ich werde die 1000 nicht brauchen. Hier, vermehret euch, ihr Kühelein, Kühelein, Kühelein. Vermehret euch, ihr Kühelein. Sonst hole ich mir ein Schwein. Ich muss mich daran erinnern, immer mit tiefer Stimme versuchen zu singen. Denn immer, wenn ich das mit normaler Stimme versuche, dann klinge ich wie, ich weiß nicht was. Komisch. Auf jeden Fall klinge ich dann komisch. Geh mal alle beiseite, ihr Viecher. Es ist ein Unterschied, ob ich quasi sage, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Text ein. Mist. Hänschen klein. Oder Hänschen klein. Da gibt es Unterschiede. Ich kann, glaube ich, tief besser resonieren. Jetzt müsste ich so noch die Let's Plays kommentieren. Und hier haben wir wieder ein wunderschönes Feld mit ein paar Fehlern. Woher kommen diese Fehler? Sie müssen ausgebessert werden. Er wagt sich mit einer Hacke daran und landet im Graben. So ein Pech aber auch für den tapferen Crafter. Na komm. So. Da brauchen wir Tüften und das hier und da so. Genau.
So, dann toffeln wir hier unten mal eine Reihe zu. Sollte vielleicht so rummachen, sonst falle ich da runter und das wäre dummbar. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Felder nicht noch eins breiter mache. Also das hier ist jetzt quasi eine Bahn, wenn du so willst. Und ich könnte jetzt, ich würde mich damit noch anfreunden, links und rechts noch eine Bahn anzubauen. Also eine halbe Bahn, wenn du so willst. Okay, sagen wir, das sind zwei Bahnen und ich würde gerne noch links und rechts jeweils eine Bahn anbauen. So, dass wir dann quasi vier Bahnen haben. So lässt sich einfacher rechnen. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das so gut ist. Wäre was? Mehr habe ich nicht? Aber gut, Kartoffeln sind ja auch noch rar. Glaube ich. Ich glaube, Kartoffeln sind wir noch am Multiplizieren, bevor wir da irgendwas draus machen können. Dann kann ich mir für unterwegs einen Haufen Ofenkartoffeln braten. Das wäre doch auch mal was. Nicht immer nur Brote, 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 Brote. Brote, Brote, Brote. Ich keinen Bock, mich die ganze Zeit über von Knusperstullen ernähren zu müssen. Das wäre ja ätzend.